Let's play Pokémon Bloody Platinum, Ausgabe 25, und wir stehen vor Team Galactic oder nicht. Wir werden es jetzt sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Ich kann deine Niederlage sehen. Bist du behindert? Durch die Verbindung von Trainer-Pokémon wird die große Kraft geboren. Und es ist... Wow. Psycho. Okay, und wieder 6 Pokémon. Scheiße. Oh mein Gott. Ach geil, Krammwuchs und Natu, die kenne ich sogar noch. Gut, suboptimal, denn... Ich habe keine Ahnung, was soll ich da jetzt einsetzen? Lake, oder? Ich habe mir jetzt echt gedacht, die sehen aus wie Team Galactic, aber naja, das Psycho ist ja irgendwie fast dasselbe. Oh geil, Krammwuchs direkt mal down. Gegen Natu, da machen wir jetzt nicht so viel Sorgen. Ego-Trip, schau mal, du kannst gar nichts. Ja, lass Natu jetzt mal paralysieren, dann macht es mir noch weniger Angst. Das kleine Natu. Wobei die Weiterentwicklung aber sehr cool ist. Und jetzt haben sie sich gegenseitig paralysiert. Nice. Auch nicht schlecht. Und da ist Nachtara. Nachtara, Nachtara, Nachtara. Ah, ne. Nachtara ist eigentlich auch ganz cool. Was ist dann rechte Hand? Okay, will Gegner, das will helfen, Natu helfen, okay. Mal sehen, ob es noch zum... Oh. Ha, Ego-Trip kann nichts. Chanera ist paralysiert und kann nicht angreifen. Wir setzen einen Blubstrahl ein. Du kannst in der rechten Hand so oft machen, wie du willst, wenn Natu zu blöd ist, seinen Ego-Trip zu vollziehen. Und ja, das hat nicht geklappt. Idiot. Ja, Chanera paralysiert sich mal so nebenbei weiterhin. Mal sehen, wie viel Schnabel jetzt anrichtet. Dürfte ja rein theoretisch nicht viel anrichten, aber... Also, Nachtara, du bringst es einfach gar nicht. ja, war klar. Das auch, und das brauchst du eigentlich gar nicht mehr machen, weil Nachtara jetzt nach dem nächsten Lake sich verabschiedet. Nicht zu vergessen, Lake macht ja mehr Schaden, wenn die Hälfte der KP abgezogen ist. Doppelt so viel. Endgut. So, damit ist Nachtara weg. Oh, lecker, 1000 Erfahrungspunkte. Und Ego-Trip setzt zum ersten Mal ein. Und Natu setzt Eierbombe ein und trifft nicht. Fail. Ah, lustig, lustig. Blanas? Blanas? Oder Blanas? Blanas. Oh, ihr wollt... Nein, das... Nein, nein, nein. Ich sag gar nichts. Was ist denn ein Mogi? Naja, setzt gar nicht so wenig zu eigentlich. So, es ist natürlich nicht effektiv, aber immer noch effektiv, wie auch immer. Ha, und jetzt setzen wir Lake ein, denn wir haben schon die Hälfte abgezogen. Normalerweise müsste es jetzt doppelt so viel abziehen und Blanas locker besiegen. Ja, locker. Das ist doch, was ich meine. Librin. Natu ist paralysiert. Natu kann eh schon nichts und dann ist er noch paralysiert, also sorry, ey. Ja, machen wir mal Blubstrahl. Und zack. Da geht es down. Natu, du kannst echt gar nichts. So, jawoll. Prima, wieder ein Level Up. 36. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste eigentlich langsam mal die Entwicklung kommen. Denn 36 ist ja immer so der Knackpunkt. Oh, oh wei. Ha, oh wei. Koko wei und oh wei. Ah, cool. Die mag ich. Eigentlich sind sie stockdoof, aber irgendwie sind sie auch sympathisch. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Aber wir wissen ja, wie das bei unseren Wasserattacken ist. Starrenspore. Du brauchst es nicht paralysieren, das ist eh down. Aber gut, mach mal. Ich will jetzt. Das ist eigentlich schon fast meckern auf hohem Niveau, dass meine Partnerin sich darum kümmert, dass meine Gegner nicht mehr angreifen können. Also ich halt eigentlich mal die Klappe. Also passt schon. Und es hat kein Ziel. Psyana. Psyana ist cool. Die mag ich. Psyana ist ja wie Nachtara auch eins der... Ja, sowas wie damals verglichen mit Evoli. Diese so... Tja... Katzenentwicklungen oder wie auch immer man das nennen mag. Aus der Gold, also aus der zweiten Generation halt.
Und ja, das hast du gut gemacht. Und damit können wir jetzt Lake einsetzen und den Kampf im Gegensatz zu den Käfer-Pokémon schlicht und einfach leicht besiegen, leicht vollenden. Die Psychos sind down. Und ja, ja, ich wusste es. Geil. Hey, Bleebrin entwickelt sich. Oh nein, ich will nicht, dass es sich entwickelt. Ich hab Bleebrin so gerne. Er ist so süß. Und scheiße, Sa. Gib mir mein mächtiges, wie auch immer du heißen magst. Boah, in Folge 25 die Jubiläumsentwicklung mal wieder. Und bam. Oh, yeah. Was? Impoleon. Oh yeah. Impoleon. Impaleon versucht, Wasserdrüse zu lernen. Und ich habe keine Ahnung, was Wasserdrüse bringt. Es klingt aber irgendwie nicht so, als könnte ich, als würde Wasserdrüse was bringen. So, Wasserdrüse nicht gelernt. Und damit gucken wir es uns mal an. Boah, bis ich den Namen drauf habe, Impoleon. Das ist eigentlich einfach wie Napoleon, nur mit Impoleon. So, bricht. Wasser und Stahl, ah, okay. Eine Mischung aus Wasser und Stahl. Sehr geil. So. Steht hier sonst noch irgendwas Besonderes zu Impoleon? Ja. Schade. Aber es gefällt mir. Impoleon. Es ist also zugegeben, mächtig sieht schon aus, ne? Und wir hatten in der Folge 15 die Jubiläumsentwicklung und wir haben jetzt in Folge 25 die Jubiläumsentwicklung. Ihr seht, da steckt ein gewisses System dahinter. Ein System, was ich natürlich nicht verfolge. Aber das Glück sei uns mal gegeben. Was zur Hölle? Zwei Paras? Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und yeah. Impoleon sieht auch von hinten mächtig aus. Und wir werden jetzt mal Lake gegen ein Paras einsetzen. Trockenheit zieht, ja, hebt Lake auf. Blöd. Okay. Das wird Folgendes bedeuten. Da ich end gar keinen Bock auf zwei Paras habe, werde ich, jetzt auch noch eine Pilzspore abkrieg. Ach, einschlafen. Oh, hoffentlich kann ich dann flüchten. Ja, ich möchte flüchten. Und es klappt, Gott sei Dank. Nee, sorry, aber darauf habe ich jetzt gerade übelst keine Lust. Und schlafe ich immer noch? Nein, ich schlafe nicht mehr. Das ist ja praktisch. Und hier finden wir den Netzball. Was bringt denn ein Netzball? Ach, das war gegen, das war für extra für Käfer-Pokémon, oder? Also, wir haben doch schon einmal so ein... Ah, Wasser- und Käfer-Pokémon kann man damit gut fangen. Ja, ich glaube, wir haben es im Shop mal gelesen oder so. Och, nö, das nächste Team. Ah, wo geht's denn da oben lang? Gucken wir erstmal da oben lang. Okay. Fadribi. Scaraborn. Was? Scaraborn? Der sagt mir irgendwas. Ist das eine Weiterentwicklung von einem? Muss ich jetzt aus der anderen Generation? Nee, selbstverständlich flüchte. Ich hab's ja erklärt. Wilde Kämpfe bringen mir im Team gar nichts. Zwei Burmis. Ach, das ist schon witzig. Also diese Teamkämpfe, die können an sich schon was. Aber, wie gesagt, wild geht da irgendwie gar nichts. Ich will ja eigentlich auch nur gucken, was hier oben ist. Ja, hier oben ist auch mal wieder ein Teamkampf. Puh, das sieht mir schon wieder ziemlich komplex aus. Also wir können wohl... Ah, jetzt gibt es hier ein Schild. Tipps für Trainer in Wäldern und Höhlen gibt es viele Items. Ja, wir nehmen uns ja auch die Zeit, alles zu finden, denn das hier ist ja auch ein Let's Play und da wollen wir schließlich alles sehen und alles finden und alles haben. Boah, zwei Sichlors. Fetter Scheiß. Und eins steht fest, ich will ein Sichlor haben. Und falls wir jetzt eins besiegen, können wir gleich an dem zweiten das noch versuchen. Das ist geil. Also ein Sichlor auf Sichlor hatte ich richtig Bock. Und wenn Chanera jetzt geil ist, paralysiert ist, dass ich gerade angreife, das wäre halt Endfood. Weil dann wäre es voll einfach zu fangen wahrscheinlich. Wow. Geil. Geil. Jetzt einfach mal top. Thumbs up für die KI. Die jetzt tatsächlich genau das paralysiert, was ich angreife, damit ich es leicht fangen kann. Ich hoffe, Schattennabel ist jetzt kein Volltreffer. Scheiße. Ich hab ein Pech. Ah, da gibt sich meine Partnerin so eine Mühe. Naja gut, jetzt wartest du es halt mit dem anderen auch noch. Das soll mir recht sein.
Also entweder triffst, machst du jetzt gleich einen Volltreffer oder zweimal keinen, bitte. Ich würde echt gerne einen Sichler mitnehmen. Und es hat auch wahnsinnig viele Erfahrungspunkte gegeben, muss ich gerade zugeben. Also 641 für ein wildes Pokémon pro Pokémon für uns auch noch. Das ist ja schon ziemlich geil. Und ich glaube, ich riskiere es gar nicht und mache jetzt einen Furienschlag. Es wäre natürlich ziemlich dumm, wenn es jetzt fünfmal trifft und es besiegt, aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Ja, dreimal ist okay. Gott sei Dank tötet es das jetzt nicht. So, es ist verliebt, es ist paralysiert. Wenn es sich jetzt nicht fangen lässt, dann weiß ich auch nicht. Ach, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werfen einen Netzball. Weil das ist ja besonders effektiv gegen Käfer-Pokémon. Und dann sollte sich doch eigentlich sich daraus definitiv nicht befreien. Da siehst du, paralysiert, verliebt und Netzball, keine Chance für sich, Lore. Sehr schön. Der Eintrag im Pokédex, das gefällt mir sehr gut. Die scharfen Sensen an den Unterarmen werden durch das Schneiden harter Objekte noch schärfer. Ja, die Mischung aus Käfer und Flug gefällt mir sehr gut. Sichlor bekommt keinen Spitznamen und Sichlor ist damit jetzt auch bei uns im Team. Hier ist noch ein Pokéball, so wie ich mir das dachte. Naja, ein billiger Trank, aber sei mal okay. Ja, einem Teamkampf könnten wir jetzt quasi ausweichen, wie wir das richtig... Ja, geil, Blutzuck. Wie wir das richtig gesehen haben, wir könnten also quasi gleich nach oben gehen. Aber wir werden in diesem Let's Play so gut wie es geht keinen Kampf auslassen. Einfach nur, weil wir ja alle Kämpfe sehen wollen. Überhaupt alles sehen wollen. Und schlicht und einfach, weil sie verdammt viel Erfahrungspunkte geben. Diesen Kampf sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Das heißt, bis dann.